Meine lieben deutschen Träumer, ich möchte euch mal was zeigen, wie wir Landwirtschaft heutzutage betreiben. Ihr wisst das ja alle, wie es früher gelaufen ist. Ochs, Pferd, Pflug, Schar. Und dann hatten wir genug Personal, die dann halt das Unkraut oder Beikraut, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, ist mir vollkommen egal. Ihr seht also hier die Hauptfrucht. Das ist nämlich der Mais, der nämlich sehr schön wächst jetzt. Aber er hat Konkurrenz. Unheimlich viel Konkurrenz. Und das Problem ist, vor allem wenn er beschattet wird, wisst ihr, oder hoffentlich, die meisten in Deutschland müssen es eigentlich noch wissen aus der Schule, wir brauchen Photosynthese für Wachstum. Ja, und das ist dann halt nicht mehr gegeben, wenn dann die Hauptfrucht beschattet wird von irgendwelchen anderen Unkraut. Das heißt, eine Konkurrenz, auch durch die Nährstoffe und den Dünger, der im Boden ist und so, die wird ja entzogen. Ja? So, jetzt zeige ich euch mal was Folgendes. Wenn alle sagen, wir können mit Bio jetzt die Erde ernähren. Das ist mein Biolandwirt und mein Nachbar. So, hier steht, für alle, die es nicht wissen, wunderbare Gerste. Sieht auch schön aus. Aber ihr seht halt hier, trotz dass der Bio eine entsprechenden breitere Fläche freilässt, damit er nämlich hier hacken kann. Aber ihr seht ja, trotz des Hackens ist der Unkrautdruck so immens hoch. Ja, und hier sind hier, kommt Kamille, Disteln und was nicht alles durch. Und irgendwann siehst du zwangsläufig zwischen den Reihen dann fast gar nichts mehr. Das geht ja hier noch, weil die Gerste oben rausguckt. Aber dennoch ist eine unheimlich hohe Konkurrenz da. Das heißt, dieser Nachbar von mir wird maximal die Hälfte des Ertrages haben von dem, was ein konventioneller hat, weil wir natürlich andere Mittel haben. Und das musst du mir jetzt mal erklären. Wenn man den Traum hat, 100% auf Bio umzustellen, ich blende es mal ganz kurz ein, damit ihr seht, was nämlich unsere grüne Fantasterei-Regierung vorhat, oder aber der Green Deal sagt, dass wir 25% ganz Europas so machen sollen, dann müsst ihr mir erklären, wo das Fressen für uns bleibt. Das Fressen vor allem für die armen Menschen bleibt, weil Ware knapp, Ware teuer und Ware gar nicht da, Hunger. Deswegen stirbt alle 13 Sekunden ein Kind unter 5 Jahren an Hunger und alle 5 Sekunden ein Mensch. So, wir können gerne in unserer Wohlstand-Bullabü-Blase, ja, sieht doch toll aus, guck mal, wie schön das aussieht hier, und die Kamille, ist das nicht ein Traum, ist das nicht schön, super, aber das kannst du nicht fressen. Versteht ihr das jetzt endlich? Ist das denn so schwer zu verstehen, dass man dummerweise auch Pflanzenschutzmittel braucht? Und um das Unkraut hier natürlich wegzukriegen, kannst du natürlich hacken, geht, kannst du hacken, könnt ihr alle haben, kommt her, ihr kriegt alle von mir eine Hacke, ich kaufe das alles, könnt ihr gerne hacken und dann nicht nur einmal, sondern 5-6 Mal im Jahr, können wir machen. Ich garantiere euch, nach einem Tag schreit ihr alle, was ist das denn für eine Scheiße, und haut ab. So, und deswegen setzen wir eine Pflanzenschutzmittelspritze ein. Ja, Herr Özdemir sagt dazu Pestizidmaschine. So, die auf einen Zentimeter genau fahren kann und dann entsprechend auch das ausbringt, was ich möchte. Im Ausland funktioniert das anders. Vengo de aquella tierra donde el sol brilla distinto, donde la sabana es verde y el camino es parejito. Nein, 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 nein. Ja, wir versuchen es ja mit möglichst wenig, aber dennoch brauchst du es. Ansonsten kannst du gleich sagen, hey, warte mal, beim Arzt, boah, was braucht man nicht mehr, was soll denn das, diese ganzen ekligen Sachen da. Ich habe zwar eine Blutvergiftung, aber nee, ach komm, muss ohne gehen. Mach mal einen Regentanz, Doc. So funktioniert's nicht. Hallo, Deutschland, wake up.